Eine Kurzgeschichte, geschrieben Ende 2009. Inspiration. Ich schaue über die zahllosen Häupter, die uns umgeben. Tausende, ja Hunderttausende haben sich hier zusammengefunden. Und wir, mit Jess wie du, in der vordersten Reihe. Das merkwürdig Village-Banner flattert im Wind und reiht sich in die Fahnen, Spruchbänder und Plakate ein, welche der Mensch mit hierher brachte. Wenn ich mich umblicke, sehe ich Gesichter, die vor Freude über beide Ohren strahlen. Fast scheint es, als befinden sich die meisten in einem euphorischen Zustand, der selbst in den Begriffen Freude und Liebe nur eine unzulängliche Beschreibung findet. Es wird musiziert mit allem, was wir in die Finger kriegen, und so entsteht ein unbeschreiblicher Klang, der in seiner Lautstärke und Fülle jeden berührt. Dazu kommt ein spürbarer Wille zur Veränderung, der greifbar in der Luft hängt und zumindest auf dieser Seite der Barriere tiefes Erleben von Friede und Freiheit mit sich bringt. Welch ein Gefühl zu wissen, dass sich diese Szenen in diesem Moment auf dem ganzen Planeten abspielen und der Beginn einer neuen Epoche unmittelbar bevorsteht. Uns gegenüber steht ein Bollwerk aus Habgier und Machtbesessenheit. Die Herrscher dieser Welt haben nun ihr wahres Gesicht gezeigt, die Masken abgelegt. Dort stehen Panzer, Menschen mit Waffen, Soldaten, nicht länger unter dem Deckmantel einer Nation oder einer Religion. Sie tragen offen die Insignien der Unternehmen, die sie repräsentieren, und für deren Verlust an Macht über den Mensch sie offenbar auch mit Gewalt die Entwicklung der Geschehnisse aufhalten möchten. Jahrhundertelang ist es den Menschen, welche die Geldströme auf der Welt kontrollieren, gelungen, die Massen ruhig zu halten. Manchmal überkam mich in den vergangenen 20 Jahren das Gefühl von Lämmern umgeben zu sein, die gleichgültig ihren Weg zur Schlachtbank auf sich nehmen. Ach. Es scheint mir angemessen, dass dieses Aufeinandertreffen unterschiedlicher Weltanschauungen in Deutschland, hier in Berlin vor dem Brandenburger Tor stattfindet. Diese Stadt hat bereits so viele Leid- und freudvolle Stunden der menschlichen Geschichte erlebt, und die Geschehnisse am heutigen Tag, wie immer er auch enden mag, werden wiederum ein Meilenstein in der Entwicklung der Menschheit sein. Ich hoffe nur, dass es diesmal ohne Blutvergießen vor sich geht. Dass wir Menschen endlich an jenem Punkt unserer beständigen Entwicklung angelangt sind, an dem wir lernen und uns verändern können, ohne wieder ein tiefes Tal der Trauer und Angst durchschreiten zu müssen. Seltsam, wie sehr die Entwicklung der menschlichen Rasse sich im Leben jedes einzelnen Menschen widerspiegelt. Der Mensch lernt nur, wenn er Scheiße frisst. Dieser Satz beschreibt die Transformation des Individuums, denn wer hat nicht schon erlebt, dass es gerade die schlimmsten und leidvollsten Momente in unserem Leben sind, die uns die Chance geben, eine neue Sicht der eigenen Welt zu erlangen und uns die Möglichkeit geben, die Fesseln, in denen wir uns gefangen glauben, zu sprengen oder zumindest zu lockern. Genauso steht der Satz aber auch für die stetige Veränderung des Gemeinschaftswesens Mensch, der Menschheit.
Was haben wir nicht alles versucht, uns gegenseitig auszulöschen? Mit Kriegen, immer wirkungsvolleren Waffen, der fortschreitenden Umweltzerstörung, dem Gleichmut gegenüber der Not Millionen Leidender auf diesem Planeten. Und. Trotzdem waren es gerade diese Tragödien, die ein Umdenken in Gang setzten, die uns auf eine feinfühligere Ebene, eine mitfühlendere Ebene gebracht haben und welche uns nach und nach dem Bewusstsein, eine Rasse, die Menschheit zu sein, Schritt für Schritt näher gebracht hat. Auf der einen Seite Menschen mit Glücksgefühlen, laut musizierend, sich des Lebens freuen, und auf der anderen Seite grimmige Gesichter, zu allem entschlossen. Und doch ist nicht in dem einen oder anderen Gesicht eine Unsicherheit zu sehen, ein Zweifeln, ein Suchen nach Antworten, nach dem eigenen Weg. Wie konnte es nur so weit kommen? Wenn ich heute am 13. Juli 2029 zurückdenke, kommt es mir wie gestern vor. Immer mehr Stimmen auf dieser Welt wurden laut, immer mehr Menschen fanden zu ihrer ureigenen Bestimmung und Selbstbestimmung zurück und taten dies kund. Begonnen hat es, glaube ich, mit einem Gefühl, das sich ausbreitete wie eine Flut. Ein Erkennen, dass irgendwas falsch läuft. Auch hier war es wohl zu einem großen Teil der damaligen Wirtschaftskrise zu verdanken, dass ganz offensichtlich das System des Zusammenlebens eigentlich ein System des Überlebens war, nicht des Lebens. Immer deutlicher wurde zu jener Zeit, dass eine kleine Gruppe von Menschen, die das meiste Geld hatten, die Geschicke der Menschheit lenkten. Immer bewusster wurde, dass alles, was die Menschen trennte, mit Geld zu tun hatte. Da gab es, und die gibt es auch heute noch, Menschen, die so sehr in einer Traumwelt leben, die tatsächlich mit Geld alles machen, was sie wollen. Und sich damit so weit von der Menschheit und sich selbst entfernen, dass ihnen Glück vorgegaukelt wird. Leute, die das, was sie mit Geld kaufen, für Realität, für Glück halten. Aber Glück gibt es nicht außerhalb von uns. Dekadenz, Überheblichkeit und Degeneration waren die Folge. Die einfachsten Handgriffe und der Rest selbstständigen Denkens wurde überflüssig, wenn man genug Geld hatte. Es wurden ganze Inseln aus dem Meer erhoben, um sich Gott gleichzustellen, geformt wie Palmen oder Kontinente, während keine 1000 Kilometer entfernt jeden Tag Hunderte von Kindern des Hungers starben, wo allein schon die Abfallküchen der Nobelhotels ganze Völker ernähren könnten. Und was taten die Repräsentanten dieser Welt? Diejenigen, die neben Geld auch den Zugang zu breitem Publikum hatten, diejenigen, welche etwas bewegen konnten im Sinne der Rasse Mensch, die Musikstars, Leiter großer Unternehmen, Sport- und Filmstars, Adel aus aller Herren Länder, sie mieteten oder kauften sich auf den von Menschen geschaffenen Inseln ihr Paradies, abgekanzelt vom Rest der einfachen Menschheit, versammelt unter ihresgleichen, und kümmerten sich einen feuchten Kehricht um die Nöte und Ängste ihrer Artgenossen. Hier und da mal eine Spende fürs eigene Gewissen, das war's. Was diese Leute wohl oder übel zur Kenntnis nehmen müssen, ist,
dass auch sie nicht über das Schicksal erhaben sind. Weltweit erheben sich nun Millionen und Abermillionen von Menschen gegen diese Ungerechtigkeit, und keine auf Geld basierende Macht dieser Welt wird das Verlangen nach einem Paradies für alle Menschen auf dieser Welt unterdrücken können. Natürlich klang das erstmalige Aussprechen dieses Wunsches damals wie Hohn, Utopie oder die Gedanken eines Träumers, obwohl auch die skeptischsten und sachlichsten nicht abstreiten konnten, dass, mit Abstand betrachtet, der heutige Stand der Technik und Industrialisierung ohne große Schwierigkeiten zum Nutzen aller Menschen dienen könnte. Der Umsetzung entgegen standen lediglich die festgefahrenen Bahnen, in denen sich viele Menschen bewegten. Die arbeitende Masse wusste, dass sie bestenfalls ein Leben mit einigen Höhepunkten wie einen schönen Urlaub erwarten konnten, und gaben sich damit zufrieden. Auch wenn da immer eine innere Sehnsucht nach etwas anderem zu spüren war. Einige Besserverdienende sahen alles schon nicht mehr so schlimm, und je mehr Geld und somit Macht eine Person erhielt, umso weiter entfernte sie sich von sich selbst und von der Menschheit. Und genau diese waren es, die an einer Veränderung der gesellschaftlichen Struktur Richtung Zusammenleben am wenigsten Interesse hatten und gleichzeitig die größte Macht. Um viel Geld zusammenzutragen, zählen halt leider Eigenschaften wie Weisheit, Mitgefühl und Liebe recht wenig. Im Gegenteil, Ellenbogen, Bereitschaft zur Korruption, Durchsetzungsvermögen und Gier ebnen den Weg zum Geld. Und von Menschen, die von diesen Gefühlen beherrscht werden, wird die Welt bis heute geleitet. Viele fragten sich damals: Was kann ich da schon tun? Ein einzelner Mensch kann doch nichts bewegen. Dabei war es am Ende so einfach. Das Konstrukt aus Raffgier und Kleinhalten der Menschen zum Wanken zu bringen. Es begann mit einigen kleinen Änderungen der Sichtweise, einem Paradigmawechsel. Mein eigenes Konsumverhalten steuert den Geldfluss. Da Geld heute mit Macht gleichzusetzen ist, entscheide somit ich, wer Macht erhält. Ich kann entscheiden, ob die Sachen, die ich kaufe, in Achtsamkeit oder Rücksichtslosigkeit gegenüber Lebewesen und dem Planeten hergestellt wurden. Meine eigenen Wahrnehmungen, meine Sichtweisen darauf und die darauf folgenden Entscheidungen gestalten meine Sicht auf mein Universum und somit mein Leben. Alles Glück und Leid dieser Welt erfahre ich allein, entsteht in meinem Kopf. Und doch kann Glück mit anderen gemeinsam intensiver erfahren werden und Leid mit anderen gemeinsam geteilt werden. Denn wir sind mitfühlende Wesen, ob wir wollen oder nicht. Geht es den Menschen in meiner Umgebung gut, geht es mir meistens auch gut. Somit kann ich durch gute Taten bei anderen mir selbst was Gutes tun. Alle Menschen, alle, wünschen sich Liebe, Glück und Zufriedenheit. Das verbindet uns. Diese Dinge kann ich nicht kaufen, nur verschenken, wenn ich sie haben will. Immer mehr Menschen fühlten in sich und erkannten, dass es eigentlich recht wenige und einfache Dinge sind, welche uns dauerhaftes Glück verleihen. Und keines dieser Dinge kann ich mit Geld kaufen. Das ist es,
was uns alle, die Menschheit, miteinander verbindet. Egal, wo wir herkommen, egal welchen Gott wir glauben, egal wie wir erzogen wurden, in welchem Umfeld wir geboren wurden und was wir in unserem Leben erfahren durften, eine Sehnsucht verbindet den Mensch, die Sehnsucht, Glück, Liebe und Frieden zu erfahren. Allein schon das ehrliche Anerkennen und Bewusstwerden dieses tiefen Seelenwunsches, welcher dem Gesamtbewusstsein des Menschen entspringt und sich in jedem Einzelnen von uns wiederfindet, schaffte es den Menschen, das Gefühl zu nehmen, allein auf dieser Welt zu sein. Wir sind nicht allein und schon gar nicht abhängig von denen, die diese Welt zu beherrschen glauben. Wirtschaftlich gesehen sind sie von uns abhängig. Alle Menschen sind frei im Denken und Handeln. Und es waren kleine Handlungen von einzelnen Menschen, die den Lauf der Dinge veränderten. Wir sind damals nach langer Bauzeit in Jesvidu umgezogen und schafften uns somit unser Paradies. Verzicht wurde zur Befreiung. Wir konnten mehr und mehr unserer Lebenszeit den Dingen widmen, die uns Freude bereiteten, indem wir bewusst die Zeit reduzierten, die wir mit Geld verdienen verbringen mussten, weil wir weniger Ausgaben hatten. Somit konnten wir mehr Liebe und Freude verschenken und seltsam. Immer mehr Glück, Liebe und Frieden traten in unser Leben, je weniger wir uns an käufliche Dinge klammerten. Andere, viele andere, kamen zu dieser Zeit zu ähnlichen Überlegungen und änderten, soweit es für sie angenehm war, ihr Verhalten. Alle hatten plötzlich mehr Zeit, ein Gefühl zu leben, zu erwachen. Viele schauten weniger fern und wollten lieber eigene Erfahrungen machen, als berieselt, eingelullt und psychisch manipuliert zu werden. Immer mehr verzichteten hier und da auf eine Fahrt mit dem Auto, manchen stellten ihre Heizung im Haus im Winter 1 bis 2 Grad niedriger als zuvor, andere setzten ihre schon länger gehegten Gedanken um, hier oder da noch irgendwas einzusparen. Oder einfach mal die Eier oder Fleisch vom Bauer nebenan beziehen, anstatt um 50 Cent zu sparen, die Tierquälerei und Lebensverachtung der Großkonzerne still zu unterstützen, um im Gegenzug einmal im Monat auf einen Luxusartikel verzichten, der wirklich nicht nötig ist. Viele halfen einander, jeder mit seinen Gaben, ohne Geld dafür zu verlangen. Sie vertrauten darauf, dass sie selbst Hilfe erhalten werden, wenn sie sie benötigen. Die Menschen waren wieder füreinander da. Ein wichtiger Schlüssel war und ist die Musik. Musik verbindet wie nichts anderes auf dieser Welt. Als enthielte jeder Ton einen Zauber, der es den Menschen einfacher machte, sich zu öffnen. Die Ängste für einen Moment zu vergessen, sich hinzugeben, zu vertrauen. Immer mehr Menschen trafen sich, um gemeinsam zu musizieren. All diese kleinen Handlungen entzogen den Reichen immer mehr Macht. Glück, Liebe, Nächstenliebe und Friede breiteten sich aus bei denen mit wenig Geld. Es wurde sich geholfen und immer mehr Menschen warfen ihren Panzer aus Unsicherheit und Zurückgezogenheit ab, um sich in das Gemeinschaftswesen Mensch einzubringen. Immer mehr Menschen erkannten, dass es nicht darum ging, auf jeden Lebensstandard und jede Lebensqualität zu verzichten, sondern einfach nur nicht weiter blind den Versprechungen der Industrie und der Politik zu folgen, kritisch zu hinterfragen, was ich kaufe, wo ich es kaufe, wie viel es kosten soll, wo es herkommt und wie es hergestellt wurde. Nicht mehr wegsehen, denn keiner konnte im Zeitalter des Internets sagen, er wisse von nichts. Eigenverantwortung zu übernehmen für meine Handlungen und ihre Folgen. Nicht mehr gleichgültig sein gegen Verbrechen am Leben und der Natur. Da wurde vielen klarer,
dass es auch einen anderen Weg gibt. Ein Miteinander als Mensch und als Mensch. Wir haben diese Welt und diesen Planeten zu dem gemacht, was er heute ist. Ein schmutziger, verkümmernder Planet, der uns doch jeden Morgen in seinen schönsten Farben entgegenschreit, was er ist und sein möchte. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Unterdrückung, ob offen oder subtil multimedial ausgetragen, das Bild einer anderen Welt für alle Menschen und Lebewesen zu einer nie Wirklichkeit werdenden Legende, die höchstens Kopfschütteln hervorruft, degradiert hat. Eine Welt und Bevölkerung, die jede Sekunde ihr Leid laut hinausruft, in der immer mehr Menschen diesen Ruf von außen und innen vernehmen und etwas dafür tun, der Legende einer besseren Welt neue Kraft zu verleihen. Wir machen diese Welt zu dem, was sie ist. Jetzt. Jeder für sich und alle gemeinsam. Wir können diese Welt zu allem machen, was wir wollen. Auch zum Paradies. Die letzten Trommeln verstummen. Es wird ruhig in Berlin. Es scheint, als halte die Welt für einen Moment den Atem an. Eine Sekunde. Zwei. Dann zehn. Es breitet sich eine Spannung aus, in der jeder auf etwas zu warten scheint. Jeden Moment kann ein Schuss fallen, die Hölle losbrechen und die Vision einer friedvollen Welt im Einklang mit der Natur und allen Lebewesen als Blutbad ohnegleichen in Büchern kommender Generationen enden. Da stimmt eine Gruppe von buddhistischen Mönchen ein Om an. 20 Seelen, die in diesem Moment ihre Bestimmung erfahren, lassen in tönendem Einklang die Luft und die Energie vibrieren. In den Choral der Mönche stimmen nun die ersten Umstehenden ein. Viele setzen sich ruhig hin, um es bequem zu haben. Sammeln sich. Aus 20 Stimmen werden 200. Aus 200 werden 2000. Und nach ein paar Minuten wird die Luft von einem stetigen Ton durchdrungen. Zuerst ist es einfach nur laut. Immer mehr finden sich in ihrem eigenen Rhythmus und Ton. Langsam weichen alle Anstrengungen und die Stimmen vereinen sich zu einem wunderschönen Gefühl von Verbundenheit. Träge und weich breitet es sich aus. Umhüllt jeden, der sich in der Nähe befindet. Mit dem Ton wird auch die Wahrnehmung klarer. Immer mehr finden in ihre innere Ruhe. Die Lautstärke nimmt ab. Die Intensität des Klanges nimmt stetig zu. Mit einem nie gekannten Gefühl. Der Mensch.
reichen? Vielleicht hängt es damit zusammen, wie viele Menschen diese Geschichte hören und was du jetzt daraus machst.